Im Herzen galt Europa vielen Europäerinnen als ein schönes Projekt. Es ging um die Idee eines wiederversöhnten Kontinents. Aber die Neoliberalen haben alles verdorben. Sie haben unser Friedensideal in ein Labor für wirtschaftliche Kriegsführung verwandelt. Konkurrenz statt Kooperation. Konfizierung statt Aufteilung. Finanzwirtschaft statt Realwirtschaft. Unser Traum hat sich zum Albtraum gewandelt, mit einer Endlosschleife von Thatchers Mantra »There is no alternative«. In allen Ländern existieren jedoch politische Parteien und Sozialkräfte mit unterschiedlichen Einstellungen. Kommunisten, Sozialisten, Rot-Grüne, die sich weigern, diesem Diktat Folge zu leisten. Sie haben die Europäische Linke gegründet, eine Partei, die einen anderen Weg vorschlägt. Eine Alliance Against Austerity. Welche Vorschläge hat die EL? Ihr oberstes Ziel ist es, der Erpressung rund um die Staatsschulden ein Ende zu setzen. Die Bankenrettung kostete die Bevölkerung 13 Billionen Euro und sie bezahlte dafür mit dem hohen Preis der Austerität. Die dabei entstandenen Schulden ersticken jeglichen Wiederaufschwung im Keim. Die Zinsen sind oft der größte oder zweitgrößte Ausgabenposten öffentlicher Haushalte. Wir setzen uns dafür ein, die Profiteure der Krise, insbesondere die großen Banken, mit einer Sondersteuer zu belegen und für eine Umstrukturierung der Schulden. Ein weiteres Hindernis, das es zu überwinden gilt, ist die Austerität. Die berühmte goldene Regel des ausgeglichenen Haushalts. Die Bereiche, in denen die Europäische Union Privatisierung vorantrieb, die sie dem freien Markt unterwerfen wollte, Gesundheit, Transportwesen, Energie, Telekommunikation, müssen wieder als gemeinschaftliche Güter gesehen werden, als öffentliche Dienstleistungen. Öffentliche Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen oder Investitionen, zum Beispiel in die Infrastruktur, sind nützlich. Sie befriedigen die Bedürfnisse der Bevölkerung und bringen gleichzeitig die Wirtschaft wieder in Gang. Es ist deshalb Zeit für einen Kurswechsel. Konkret geht es darum, den Haushaltsvertrag in Frage zu stellen, für die Zukunft eine große europäische Investitionsoffensive zu planen und in nützliche Bereiche wie Digitalisierung oder den ökologischen Wandel zu investieren, da sie Motoren für Innovation und wirtschaftlichen Aufschwung sind. Um die Gleichheit zwischen den Gebieten der EU zu fördern, sollten die Investitionen bevorzugt dort erfolgen, wo die Krise am schlimmsten zugeschlagen hat. Die dritte Revolution wird die Beschneidung der Rechte und Aufhebung des sozialen Schutzes der europäischen BürgerInnen und ArbeitnehmerInnen unterbinden. Der Wettbewerb zwischen den Beschäftigten, das Sozialdumping, dem die Bevölkerung ausgesetzt ist, das ist der Ursprung des Elends, der Spaltung und schlussendlich des Aufstiegs der Rechten. Die Lösung liegt in der Harmonisierung des sozialen Schutzes und der sozialen Rechte, orientiert an den höchsten Sozialstandards in Europa. Ein Beispiel. Beim Mutterschaftsurlaub sollte nach und nach überall jene Gesetzgebung angewandt werden, welche für Frauen am vorteilhaftesten ist. Genauso bei den Beschäftigten. Die Löhne sollten nach oben hin angeglichen und jeweils an den aktuell höchsten gesetzlichen Mindestlohn angepasst werden. Dies ist die beste Lösung, um den gnadenlosen Wettbewerb zwischen den Beschäftigten zu verhindern. Das letzte Tabu sind die Finanzen und der Euro. Schluss mit der Finanzspekulation, die überall grassiert. Der erste wichtige Schritt wäre die sofortige Einführung einer Finanztransaktionssteuer und wirksame politische Maßnahmen im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuerflucht. Anstatt den Banken und Großkonzernen Tür und Tor zu öffnen, wie dies im transatlantischen Freihandelsabkommen geplant ist, müssen diese Einrichtungen kontrolliert werden. Der Schlüssel dazu liegt natürlich in der europäischen Währungspolitik und im Euro. Anstatt den Interessen großer privater Finanzgesellschaften zu dienen, muss die Europäische Zentralbank in eine richtige Investitionsbank umgewandelt werden. Sie sollte die Entwicklung der Staaten fördern und nicht als Werkzeug für ihre Unterdrückung eingesetzt werden, wie zu der Zeit, als sie Griechenland sämtliche liquiden Mittel sperrte. Deshalb musste die EZB endlich direkt Geld an die Staaten verleihen können. Die Änderung ihres Status ist unabdingbar, damit die Finanzmittel, die sie zur Verfügung stellen kann, für die Realwirtschaft verwendet werden können, anstatt für Spekulationen. Europa steht an einem Scheideweg. Es wäre katastrophal, weiterhin auf politische Maßnahmen zu setzen, die zu einer Rezession führen. Die würde nur zu einer weiteren Stärkung der rechtsextremen Parteien führen. Aber diese Entwicklung kann noch verhindert werden. Mit der EL ist dies möglich. Besuchen Sie uns auf europeanleft.org.